So, und willkommen zurück hier bei Black Mesa, dem absturzgefährdeten Spiel, wo irgendwie alles abschmiert, wie es scheint. Also ist ja eine kostenlose Mod. Das ist natürlich sehr schön, aber was nicht so schön ist, dass man für das Geld offenbar... Ich meine, wo ist denn... Hier ist doch, da fehlt doch was. Ich habe gerade schon den Spielstand nochmal geladen, hab Black Mesa nochmal neu gestartet. Aber irgendwie scheint hier... etwas im Argen zu sein. Ach, ich kann es immer noch benutzen. Das ist ganz gut. Ja, also auf jeden Fall die Invisible-Konsole. Ja, jetzt machen wir hin da. Hab keine Zeit. Hui. Und ganz ehrlich, erstens hier das Plastikkabel neben dem Mega-Laser. Das müsste so wegschmilzen. Und zweitens, wer macht denn diese automatische Leinwand hier hin? Und verbindet die mit dem Stecker und nicht mit dem automatischen System da vorne. Warum ist das... Warum ist ein Stecker für die Leinwand und warum benötigt diese billige Leinwand, wo das Ding da runterfährt, einen High-Voltage-Stecker? Da reicht doch ein ganz normaler Zweipoliger. Ey, ganz ehrlich, fasst man sich schon auf den, an den Kopf. Dr. Bottomley. Das heißt bestimmt was mit den Zahlen. Dr. Horn. Aha. Primary Weapon requires all suboptronics activated for full charge. Das haben wir ja gemacht. Do not wipe board. Haben wir einen Schwamm? Nee. Schade. Okay, da haben wir nochmal die Zeichnung, wie wir hier den Laser quasi aktivieren müssen. Da war gerade was aufgehoben, was gar nicht da lag. Gar nicht da war, irgendwas Unsichtbares. Und jetzt starten wir das ganze Ding nochmal ohne Leinwand. Mal gucken, was passiert. Go, go, go! Ja, das ist natürlich nett. Da hängt noch irgendwas in der Luft, wie es aussieht. Ich glaube, da sollten hier noch irgendwelche Reste sein von der Wand. Aber für uns sieht die gerade richtig durchgebraten aus. Ich weiß jetzt natürlich nicht. Durchkommen wir auf jeden Fall. Das ist schon mal ganz gut. Ich weiß jetzt natürlich nicht, was jetzt noch alles fehlt im Spiel, ne? Also, ach, natürlich Ladebildschirm. Ist ja eine neue Folge. Natürlich Ladebildschirm. Ich hoffe nur, dass jetzt hier nicht irgendwelche Sachen fehlen. Texturen oder sonst was oder Items, dass man Items nicht mehr sieht und so weiter und so fort. Das wäre nämlich extremst ärgerlich, wenn wir nicht mehr sehen könnten, was man aufsammeln kann und sowas. Aber man kriegt es ja auch nicht raus. Oh, die sehen wir zumindest noch. A fellow scientist. Oh, thank God. Get us out of here, before those military drones figure out where we're hiding. We all have retinal scanner access. If you escort us to the lobby, we can finally get out of this damn lab. Yes, but you'll have to shut down the surgical unit first. That fool Peters switched it on. But I'm afraid he never made it back. You do have more ammunition, correct? Na, das war die beste Antwort überhaupt. Ich wollte einfach nur mal herzlos sein, die alte wegballern, aber offenbar darf man das diesmal nicht. Power level is 100%. Du hast doch bestimmt auch mehr Munition. Species 0088 has too highly interesting inventory details. Was ist denn die Species? Was ist denn das hier? Be careful with that surgical machine. Those whirling blades can dismember and disembowel you like a... Oh, God. Peters. Duck your head and advance with deliberate movements. Ich werde vorsichtig sein. So, da hinten steht der Wachmann. Ich speichere hier nochmal. Und ehrlich gesagt, ich weiß nicht genau, wie wir daran vorbeikommen sollen. Ausschalten geht nicht und wir müssen da durch. Sonst müssten wir wieder zurück und das geht, glaube ich, gar nicht. Okay, hier haben wir eine längere Pause. Ich versuche gerade, die Bewegung nachzuvollziehen.
Eieieiei. Ich hoffe, da werde ich da durchkommen. Ach, Dr. Peters. Angenehm, angenehm. Gut sieht er aus. Ach du Scheiße. So, hier mal speichern. Wie viel Blut von den Geräten noch runterkommt, ist ja unfassbar. So, die drehen sich weg. Die drehen sich rein. Hey, lass mich rein. Raus. Whatever. Können wir das Ding nicht irgendwo ausschalten eigentlich? Da hinten sehe ich... Ich weiß gar nicht, ob man das da machen kann. Ach, hier vorne ist der Knopf. So, erreicht mich das Ding hier? Nur so... Uah. Oh ja, das würde es tun. Nice work, Doc. Puh. Yes. Fantastic. All right, folks. Let's get the hell out of here. So, die Wissenschaftler sind gerettet. Arschloch. Can you access the mail server? Warum? Die Wissenschaftler laufen natürlich voraus, die Sicherheit hinterher. Toll. Da sind die Wissenschaftler richtig sicher. Was denn? Wait, wait. What? What is it? Anyone else think this was a bit too easy? Something's not right. Gordon, you don't mind taking a look, do you? We'll stay here for a moment. I'll cover them. Okay, kommt mal alle raus aus dem Raum. Oh oh. Oh oh. Okay, ich gucke gleich. So, das war mir noch ein Anliegen. Eine Falle! Eine Falle! Eine Falle! Alter! Scheiße. Ich wollte gerade Alternativfeier machen, hat überhaupt nicht funktioniert. Also auf ein neues. Eine Falle! Eine Falle! Wenn ich der Freeman bin, krieg ich alles hin! Ich bring dich um! Was bist du? Ich bin der He-Man aus dem Black Mesa Labor. Aufladen! Ich bin der Freeman, der Freeman, der Freeman. Bitch. Da lebt noch jemand.
Alter, das war ja ein Spaß. Was? Was? Ach, da oben, die Kröten oder was? Das gibt's doch gar nicht. Wo stecken denn die hin? Die feigen Hunde. Ich glaube, es geht los. Ich sehe hier niemanden. Ah, ach so. Nummer 1. Nummer 2. Die Luft ist rein. Look what you did. Holy shit. I can't believe what you did. My God, it's hell out there. The facility must be under complete military control. You'll have to sneak and fight your way from one end to the other. I don't expect you'll meet many of our peers along the way. If you somehow survive long enough to make it across the base, you'll find the labs where the rest of the science team has taken shelter. I couldn't dare risk venturing out there, but I can inform those of us who remain in the Lambda complex that you are coming. Now, don't go running pell-mell into this bloody war zone. Even with that suit, the odds are stacked against you. If you simply stay out of sight and listen to me, you may just live to see the Lambda labs. Ich bin gespannt. Well, partner, afraid this is where we part ways. I'm gonna hang back a bit and help out these two. You take care of yourself out there, huh? Natürlich. Und ihr passt auf euch auf, Jungs. Und Mädels, ich... Ja, das ist immer noch... Gleich ist immer noch clear. Ich muss hier auch erstmal was clearen. Da war doch noch was, oder? Ist das... Da ist noch was. Warum auch immer das hier im Busch liegt, ich weiß es nicht. Charger ist empty. Ansonsten gibt es da hinten noch einen Charger. Nee, da gibt es auch keinen. Ja, ja, mit der Ruhe. Okay, hier waren wir schon. Haben wir nicht noch irgendwo ein bisschen was für Schild? Ah. Auch schön. So, speichern. Und ab durch die Mitte. Ach, natürlich. Ladebildschirm. Diesmal wieder der zweite Ladebildschirm in einer Folge. Das ist ja unglaublich schön. Heißt aber auch, dass wir ein bisschen vorankommen, da freue ich mich. Und natürlich ist jetzt wieder Black Mesa abgeschmiert. Alter, das gibt's doch gar nicht. Das gibt es doch gar nicht. Die letzten beiden Folgen schon am Folgenende, also jetzt immer... Ich habe jetzt 14 Minuten aufgenommen. Entschuldigung, wenn die Folge jetzt nicht 15 Minuten lang ist. Liegt daran, dass Black Mesa schon wieder abgeschmiert ist. Ich habe keine Ahnung. Entweder muss ich meinen Rechner neu starten oder irgendwas ist ja ganz merkwürdig. Das hat, nimmt ja schon... Ist ja schlimmer als bei Cry of Fear. Da hat's ja wenigstens eine Stunde gehalten. Aber das hier ist ja schon, also das weiß ich nicht. So kann ich doch nicht weiter aufnehmen, verdammt. Naja, dann bis nächste Folge. Tschüss.